Hallo Leute, Mad Dog Dulla hier. Das Video, das ich heute machen will, ist ein bisschen anders als sonst. Ich werde euch keinen Link hinschreiben oder so, sondern ich will euch eine Idee vermitteln. Manchmal kann es nämlich hilfreich sein, wenn ihr euch nur auf einen bestimmten Bereich der Mundharmonika limitiert. Und wenn ihr das macht, so verrückt es klingt, kann es eure Kreativität steigern und euch helfen, wirklich, wirklich zu lernen, was eure Mundharmonika eigentlich imstande ist zu machen. Und die meisten fangen an mit Loch 1 bis 3, weshalb ich genau das nicht machen werde, sondern mit heute über Loch 5 bis 6 reden werde. Und ich werde euch nur zeigen, was ich so mache und wie ich so klinge damit. Ich werde euch keinen Link geben. Ihr sollt hören, was ich mache und dann selbst kreativ werden. Okay? Los geht's. Nur 4, 5 und 6. Okay, das war nur 4, 5 und 6. Man kann also schon Musik machen, wenn man nur diese drei Löcher hat. Da waren ein paar Overblows dabei, aber ihr braucht die nicht. Ihr habt pro Loch einen Blaston und einen Zugton und sogar Bends. Also ihr könnt eine Menge damit machen. Okay? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, haut auf den Like-Button. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, guckt euch die anderen Videos an und denkt darüber nach, zu abonnieren. Ich danke euch. Mad Dog Dulla out. Hi guys, Mad Dog Dulla hier. This video is gonna be a little bit different because I'm not gonna give you a specific lick and write it down or something. Instead of that, I wanna suggest an idea to you because sometimes it can really help if you limit yourself to a specific region of your harmonica. This can be helpful in many ways. It can help you understand what your harmonica can really do, and it can also help you to be more creative. Most of the harmonica players start with holes 1, 2, 3, which is exactly why I'm not gonna do that.
I'm gonna limit myself to 4, 5, and 6. And I'm not gonna say anything, I'm just gonna play. And I want you to listen, and I want you to take inspiration, if you can, right? I hope this will give you something. Okay, ready? This is a C harp. Okay, there were a few overblows, but you don't need them. You got a blow tone, a blow note, and a draw note, and some bends there, right? So you can do a lot with only 3 holes. So I hope you got something out of that, right? If so, hit the like button. And if you really liked it, share it and consider subscribing because it really helps me. Okay? Thanks. We'll see each other in the next video. Mad Dog Dollar out.